Hallo, wir machen heute Spielschleim. Wir wollen sowas herstellen. Dafür benötigen wir nur Speisestärke, Lebensmittelfarbe und Wasser, warmes Wasser. So, in Infobox werde ich euch genau die Zutaten und die Menge aufschreiben. Und jetzt machen wir ein Experiment und ich zeige euch, wie das geht. Werden wir die Speisestärke reintun, ungefähr ein Becher oder eine Tasse. Dann warmes Wasser umrühren. Müssen wir noch mehr Maisstärke, und zwar wir werden noch mit dem Löffel noch einen Löffel dazu geben und wieder umrühren, um zu sehen, ob die Konsistenz perfekt ist. Er soll sich wie ein Schleim sich fühlen. Ja. Jetzt sieht schon super aus. Jetzt werden wir, ich habe keine grüne Farbe, nur blau und rot, werden wir kombinieren. Sieht schon interessant aus. Guckt ihr an. So ein toller Schleim. Das ist ein bunter Schleim. Ein schöner Schleim. Ich werde noch mehr rote Farbe tun. Werden wir sehen. Das Resultat. Ein bisschen gelb, um ihn noch hell zu machen. Das ist mir zu dunkel. Ich bin nicht ganz zufrieden mit der Farbe. Noch ganz, ganz wenig. Ein halber Teelöffel von Ölstärke. Dann ist er nicht so ganz flüssig. Jetzt hat er eine lila Farbe, außergewöhnliche Farbe für Schleim. Aber ist okay.
So, jetzt ist der perfekt. Die Konsistenz ist sehr gut. Und ich bin ganz zufrieden damit. Jetzt werden wir die Löffel rausnehmen. So, jetzt klebt er nicht mehr. Ich habe mal gelesen, wenn er nicht mehr klebt, dann ist er schon perfekt. So, da haben die Löffel blau selbst sauber. Er ist wie ein Kaugummi. Man nimmt ihn auf die Hand und die Hand bleibt sauber. Unglaublich. Das ist echt ein ganz toller Schleim. Ganz, ganz toll. Könnt ihr sehen. Nur die Farbe ist anders, lila Farbe, aber das macht nichts. Spielt keine Rolle. Das Tollste ist, ich zeige euch, den Hand, ich nehme eine Hand, der bleibt die Hand sauber. Unglaublich. Und der lässt sie so schön. Damit kann man so gut spielen. Können die Kinder. So, er ist nicht ganz flüssig, sondern ein bisschen wie Gummi. Ein bisschen elastisch, die Konsistenz ist sehr, sehr schön und er läuft. Die Hand bleibt sauber, das fasziniert mich. Super gemacht, so. Das ist unser Schleim. So sieht er aus. Und ich hoffe, dass euch ein bisschen Spaß gemacht hat beim Zugucken. Könnt ihr, wie gesagt, grüne Farbe, rote, gelbe, lila nehmen und verschiedene Farben Schleim machen. Ja, perfekt. Und das Rezept werde ich ganz genau in die Infobox schreiben. Ja, das ist perfekt. Man nimmt die Hand und auf einmal. Lila Schleim, auch sehr gewöhnlich. Perfekte Konsistenz. Ich bin super zufrieden damit. Viel Spaß zum Nachmachen und bis zum nächsten Mal.